Bouwwoorden zur Pflanzenanalyse zum Zwecke der Düngebedarfsermittlung. Wie der Herr Schütze vorhin schon sagte, durch die Pflanzenanalyse haben wir dieses Instrument in der Hand, mit präzise Informationen über den aktuellen Ernährungszustand der angebauten Kultur zu kommen. Dadurch wird letzten Endes auch das berücksichtigt, die Faktoren, die eben bei der Mikronährstoffaufnahme gerade zum Zeitpunkt der Probenahme vorgeherrscht haben, mit berücksichtigt werden. Also anders als bei der Bodenuntersuchung haben wir durch die Pflanzenanalyse die Möglichkeit, wirklich das, was witterungsmäßig vorher passiert war oder aktuell passiert, mit zu berücksichtigen und letzten Endes ein gutes Ergebnis dahin zu haben. Hat die höchste Treffsicherheit aller Methoden. Und dass es Geld kostet, hat Herr Schütz auch schon gesagt, das ist eben so. Umsonst kriegt man nicht allzu viel.